Am 5. September 2018 war es wieder soweit. Der CDU-Stadtbezirk Köln-Chorweiler und der CDU-Ortsverband Neue Stadt hatten zur ersten Fühlinger Wiesn, die bereits 2017 ihre erste Auftaktveranstaltung im Kölner Norden hatte, nach Köln-Heimersdorf in den Taborsaal geladen. Über 400 Gäste sind der Einladung gefolgt und freuten sich auf einen musikalischen Abend bei Freibier, Leberkäse und Brezeln. Der Terminkalender der CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer war eng gesteckt. Dennoch, sie hat es sich nicht nehmen lassen, um das Engagement ihrer Kolleginnen und Kollegen und den vielen freiwilligen Helfern aus dem Stadtbezirk Köln-Chorweiler und dem Ortsverband Neue Stadt mit ihrer persönlichen Teilnahme zu unterstützen. Und dann definieren wir zuerst einmal die Stadtteile, von denen wir sagen, boah, ist aber schwierig für uns. Sehen anders aus, haben andere Namen, ist vielleicht nicht das leichteste Pflaster für die CDU. Das ist Feigheit und feige war die CDU nie. Dort müssen wir hineingehen, dort müssen wir arbeiten. Deswegen ein großes Kompliment und ein herzliches Dankeschön. Das kann man an den Reaktionen merken, wenn man Einordnungen gibt, wenn man nochmal an unsere Werte erinnert. Sieht man, wie sozusagen die Zuhörer auch reagieren. Und das ist einfach ein ermutigendes Gefühl, weil das nochmal deutlich macht, bei all dem, was wir über der Tagespolitik diskutieren, wenn es sozusagen um den Kern geht, um das, was uns ausmacht, da stehen wir zusammen, da halten wir zusammen, das ist gut zu wissen. Der direkte und persönliche Dialog mit den Wählerinnen und Wählern ist wichtiger denn je geworden. Das allgemeine Vertrauen in die Politik hat seit Jahren zu einer massiven Wählerverschiebung geführt und viele Bürgerinnen und Bürger sind angesichts der großen Herausforderungen, die in Deutschland anstehen, verunsichert. Politik findet nicht nur am Wahltag statt oder wenige Wochen vor einem Wahlkampf, sondern Politiker müssen das ganze Jahr unterwegs sein und nicht nur den Kontakt zur Bevölkerung halten, sondern auch verstehen, was in der Gesellschaft vor sich geht. Und dazu muss man sein Gesicht zeigen. Was mir wirklich missfällt in unserer Gesellschaft ist, dass viele mit gefälschten Accounts in sozialen Medien unterwegs sind, dass sie Häme, Hetze und Hass verbreiten. Politik muss das Gesicht zeigen. Das müssen wir von allen Demokraten einfordern. Und das muss die Politik auch vor Ort bei den Bürgern direkt umsetzen. Die Stimmung im Land ist 5:12. Angesichts steigender Kriminalität und einer hohen Bereitschaft zu Gewalttaten ist der Rechtsdruck in der Parteienlandschaft ein klares Signal der Bürgerinnen und Bürger an die Politik. Es gibt einen dringenden Handlungsbedarf. Hierbei ist der Dialog wichtig. Fast wichtiger jedoch ist, dass die Politik ihre Aufgabe und die sich daraus ergebenden Aufgaben den Bürgerinnen und Bürgern verständlich und nachvollziehbar vermitteln muss. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass Politik nah bei den Menschen ist, dass man den Menschen zuhört, dass man ihre Sorgen und Nöte ernst nimmt, dass aber auch die Menschen erfahren, wie Politik gemacht wird, wie Politiker auch mit bestimmten Problemen und Themen umgehen wollen. Und dafür sind solche Veranstaltungen immer gut. Michael Brandt sieht den Dialog als eine ständige Herausforderung und ist froh über die Brücke von der Politik über den Sport hin zu den Wählerinnen und Wählern. Es gibt vieles, was uns vereint, aber der Sport, wie die Musik, ist eine Brücke, die ganz viel bewegen kann. Er ist sich sicher, man muss aus Wählern Fans machen, dann klappt es auch mit der Politik. Ich komme ja aus der Diaspora, aus Hessen, aus Fulda, aber überall jedet Fans vom FC Köln. Wir sind ja im Bundestag auch organisiert als FC-Fans, nämlich in der Koalition Rot-Wies, der fraktionsübergreifende Fanclub des ersten FC Köln. Und deswegen war es natürlich für mich heute ein super Tag, hier in Köln eingeladen zu sein. Alles Rot-Wies geschmückt, wunderbar, wie zu Hause. Dass auch kleine Stadtbezirke und Ortsverbände handlungsfähig und mit geringem Aufwand etwas bewegen und somit die Brücke zwischen Politik und Wählern erfolgreich schließen kann, haben der CDU-Stadtbezirk Köln-Chorweiler und der CDU-Ortsverband Neue Stadt eindrucksvoll bewiesen. Die Generalsekretärin spürte den Zusammenhalt und ist stolz und dankbar für das Engagement aus dem Kölner Norden. Ich finde, Chorweiler ist ein besonderer Stadtteil auch. Natürlich ist nicht der schönste Stadtteil, nicht der mit den wenigsten Problemen. Aber man konnte spüren, die Menschen, die dort leben, egal woher sie kommen, die verbindet schon etwas. Sie sind ein Stück weit auch stolz, die bilden Gemeinschaft, die setzen sich gemeinsam ein. Und darauf kommt es letztendlich an. Und deswegen war das für mich heute auch ein besonderer Moment.